Und damit herzlich willkommen zurück zu Tales of Exilia. Ja, wir haben Montag und ich bin froh, diese Folge aufnehmen zu können. Ich habe nämlich Zeit gefunden, diese Folge aufzunehmen. Wir machen dort mal, was wir aufgehört haben. Nämlich in diesem Mirrorgarten hier. Meine Fresse. Ich habe jetzt schon Angst vor dem ganzen Teil hier. Das wird uns nämlich eine ganze Weile beschäftigen, würde ich mal sagen. Na gut, aber umso besser. Ach so, das macht Gaius, okay. Na gut, egal, auf jeden Fall. Ein gutes hat die ganze Sache, dass es ein bisschen länger dauern wird wahrscheinlich. Umso länger kann ich das Spiel spielen. Ja, ich mag das Spiel wirklich. Ist das richtig? Oh, war sogar richtig. Da wollte ich zwar nicht direkt hin, aber egal. Ich hätte nämlich schon gerne mich noch ein bisschen umgesehen. I thought this was a battleship. No. The ESS Zenithra was a cruise ship that plied Olympias Oceans. It ended up here 20 years ago when part of the schism ruptured. Wait a minute. That's when the Olympian army broke through the schism. They did what? How could they break through from Olympias without the lands of Kresnik? I don't know the details. The original lands of Kresnik was developed by the Olympian army. What do you know about it? Not much more. I know the current lands of Kresnik was modeled after it. And your people made it because they wanted spirits. Olympias is a world built on and developed around Spyrex. They're the foundation of our entire civilization. Why can't you find a different foundation for your civilization? I bet all Olympias people are big fat lying barbarians just like Alvin. Oh, now I'm a barbarian as well as a liar? It's not as simple as just giving up Spyrexes for some other technology. We're not like you. We don't have manalobes. Wait, what? We can't wield spirit arts. We lack the ability to manipulate mana. So you use Spyrexes instead? Exactly. Okay. So ist es also. Tipo. Damn it! They put up barrier bars. Ooh, pretty! Oh, wie hübsch. Careful. Touch one and you'll be sliced in two. What? What should we do? Security report. We've energized the barrier bars in the central sector. However, we're having trouble activating them in other sectors. What? Is something wrong with the generators? Negative. Both generators are functioning normally. The malfunction must lie elsewhere. We can't disengage the central barrier bars. Use every available soldier to guard the port and starboard generators. Defend them with your lives. Yes, sir. Good timing. It appears these bars will disappear if we disable the generators on the port and starboard sides. Okay, let's find them. Okay, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Ja. Ach ja. This way. Hurry. Mila, you're bleeding. Stop for a second. Huh? I hadn't noticed. They must have caught me off guard. Even the mighty Maxwell needs to keep her head in the game. As if I wouldn't know that. Sorry. It's okay. There you go. All taken care of. Let's keep going. Ja, komm. Nicht so viel. Alvin, didn't you tell me that your weapon channeled fire spirits? Ah, sorry. That was a lie. I don't have a mana lobe, so I can't channel anything. Yet your weapon doesn't seem to be Spyrex-based. Even I'm not foolish enough to pack Spyrex around the Lord of Spirits. What's it like to not have a mana lobe? It feels perfectly normal to me. What's it feel like to have one? Is it fun being able to control spirits? I wouldn't say fun, exactly. It does have its downsides. Like, our skill with spirit arts pretty much determines our future. Ah, yeah, that doesn't apply to Spyrex. It's the same for everyone. Indeed. It kills spirits regardless of who uses it.
Ah, come on. Don't look at me like that. We may not have Manilopes, but the people of Olympias are still the human beings you love so much. Okay. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da draußen noch irgendwo anders hin kann, weil ich möchte nämlich nicht unbedingt was verpassen, sagen wir es mal so. Muss mal kurz hier rumgucken, geht's hier lang? Da geht's runter, da geht's dort, ne, hier will ich rein. Jetzt sind wir quasi rundherum. Oh, hier gab's nichts. Ich will nochmal raus. Ich möchte das jetzt nicht unbedingt in die Länge ziehen, aber ich möchte aber auch noch ein bisschen von dem Spiel genießen. Deswegen. Was hatte ich hier alles? Hier hatte ich alles in dem Raum. Ist ja voll langweilig, ey. Ist da irgendwo. Ach, um da reinzukommen, muss ich quasi von dort unten irgendwie. Ey, das ist so kompliziert gerade, ey. Alter. Dort hoch. Nee. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So eine komplizierte Sache, ey. Meine Fresse. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, wa? Oh, wir werden schon erwartet da unten. Und da glitzert was. Da glitzert was. Ich mag glitzernde Sachen. Das müssen die im Spiel, ja. Wo geht's denn eigentlich hier hin? Ach, stimmt ja. Geht's noch gar nicht weiter. Müssen die Generatoren stoppen, damit wir weiter können. Hat dich. Na? Ja, das dauert wie gesagt ein bisschen. Das Spiel muss ich erst wieder. Muss ich reinladen quasi, für Deutsch gesagt, weil es quasi. Was da eingelegt wurde. Man muss immer wieder so ein bisschen later achten. Oder lernen die ersten Kämpfe noch ein bisschen länger. Ist halt so, kann man halt nicht ändern. Ist zwar scheiße, aber kannst es ja nicht ändern. Ja. Schwarzes Ei. Ei. Schwarzes Ei. Käferbein, zweimal. Calvin, you must have been some kind of celebrity if you were on a ship this grand. Celebrity? Please. My natural grace and talent need no such qualifiers. Lass mich in Ruhe. Blaues Salbei, 20 KP Maximum. Erhöht meine KP. Sozusagen, dauerhaft. Die des Teams an einer Person. Na, Kuschwer. Really good job, Tibo. You can count on me. Ach ja, Tibo. Du bist mir schon einer. Komischer Kauz. Oh, der hat mich entdeckt. Uah, hat mich entdeckt, aber ich hab ihn entdeckt. Uah. Bin ich überhaupt? Ah, da bin ich. Aua. Komm her. Hey, blödes Vieh, ey. Ach ja, Leia. So langsam aber sind wir gewöhnlich an mich an sie. Zumindest was Kämpfen angeht. Ja. Ja, ich bin heute so ein bisschen redefaul bin ich heute.
Weil wir haben Montag, ich habe einen schweren Arbeitstag hinter mir, also von daher. Naja, reden will ich eigentlich nicht wirklich mehr viel. Ich wollte aber auch noch eine Folge aufnehmen, damit ich noch was, damit ich ein bisschen Material habe. Ich versuche jetzt immer so ein bisschen was im Voraus auszunehmen, damit ich quasi die Woche, dass ich quasi das aufnehme, was ich die Woche darauf brauche, schon die Woche davor aufzunehmen. Quasi die Folge, die ich jetzt, die ich jetzt gerade aufnehme, weil die ihr quasi seht gerade, die habe ich schon vor einer Woche aufgenommen. Sozusagen. So ungefähr. So ungefähr will ich gerade nochmal jetzt produzieren. Wobei das wahrscheinlich jetzt bald wieder ein bisschen schwieriger wird, weil wenn ich sehe, was so an, weil jetzt wieder auf der Arbeit der Stress losgeht, weil wieder viel zu tun ist und so weiter, wird sich alles ein bisschen nach hinten verschieben, arbeitstechnisch und so weiter, zeittechnisch. Deswegen wird das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger dann auch mal abends aufzunehmen und dann gleichzeitig wirklich noch ins Bett zu kommen. Sozusagen. Ich glaube, hier sind die anderen unterwegs, oder? Nee? Ich denke, die sind hier unterwegs. Die anderen zwei. Ja, die anderen zwei, sag ich. Die anderen. Ah, hier gab's irgendwas. Na gut, ja, hier komme ich so nicht lang. Also, hier sind die anderen unterwegs. Sehe ich die irgendwo? Sehe ich irgendwo? Schade. Ich dachte, ich will die hier oben. Wäre zu schön gewesen. Dann müssen wir wohl hier woanders lang. Bleibt uns nichts anderes übrig als hier lang. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Ja, wie gesagt, ich versuche das halt so ein bisschen voraus auszunehmen, dass ich quasi das Material, was ich die Woche darauf brauche, quasi die Woche davor aufzunehmen, also quasi. Ja, habe ich alles gerade erklärt, brauche ich nochmal zu erklären. Es ist einfach nur. So, da habe ich meine. So habe ich quasi Sicherheit. Ja, ich habe auf jeden Fall Material. Ich könnte auch, wenn ich wollte, mal eine. Das Wochenende mal aussetzen mit aufnehmen, damit ich mich vielleicht um was anderes kümmern kann oder so ähnlich. So in der Hinsicht meine ich das eher. Denn jeden Tag aufnehmen ist zwar schön und gut, da hat man immer eine Folge, aber ne, meistens geht mein ganzer Samstag dafür drauf. Vor allem wenn ich, so ist der Rest, wenn ich. Weil ich schlafe Samstag sehr lange. Das will ich mal dazu sagen. Deswegen geht mein halber Samstag damit drauf, wenn ich aufnehme. Heiliger Helm, ein Besitz. Mal kurz gucken. Wer kriegt die mehr KP jetzt? Wer kriegt die mehr KP? Elise. Gucken, ob das irgendjemand was bringt. Kopfschutz, genau. Kopfschutz. Nee, bringt nix. Na, du nicht. Bringt dir auch nix. Aber dir bringt's was. So, da haben wir doch das optimal genutzt, würde ich sagen. Ja, wie gesagt. Weil ich möchte eigentlich meinen Uploadplan, sage ich jetzt mal, einhalten, aber auch, sage ich mal, nicht unbedingt immer aufnehmen müssen. Also wenn ich quasi nicht wirklich, ich möchte ungern Druck haben, was Aufnehmen angeht, so dass ich auch mal sagen kann, okay, ich kann jetzt mal eben mal nicht aufnehmen. Ich kann stattdessen nur, keine Ahnung, vielleicht mal einen Spaziergang machen oder so. Irgend sowas halt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, komisch, aber so ungefähr meine ich das, dass ich mal auch mal irgendwas anderes machen kann. Nicht nur vor dem Fernseher sitze und irgendwelche Sachen aufnehme. Gibt's hier irgendwas? Die Barhalle. Guten Tag. Werden die von dir angegriffen?
das sind doch eigentlich... Sind das nicht eigentlich Gegner? Ach ja, mir soll's egal sein. Backbordbale. Egal. Oh, war eine Truhe. Konnte ich nicht sehen. Guten Tag. Die führt genau wahrscheinlich an irgendeine andere Stelle. Genau, die führt dort wahrscheinlich dorthin. Ne? Genau, von hier aus kommen wir dann wahrscheinlich dort weiter, wo wir auf der anderen Seite weiter zum anderen. Nennt sich das zum anderen Generator. Wir müssen ja nämlich beide wahrscheinlich ausschalten. Wir müssen beide ausschalten, damit wir durch das Tor kommen. Um die auszuschalten, müssen wir halt die durch halt. Und auf der anderen Seite kommen wir ja quasi durch den normalen Weg nicht durch. Niedergemetzelt. Und Erfahrungspunkte gibt es auch schöne. Das finde ich schön, dass es hier schöne Erfahrungspunkte gibt. Jetzt muss ich selber mal kurz gucken, wo ich überplank muss. Genau, hier lang. Gibt es noch eine Truhe? Ich möchte ungern was zurücklassen. Scheiße. Mischgummi, gucken wir mal kurz. Mischgummi. So. Oh, mitgenommen. Es war jetzt zwar ein bisschen Verschwendung, ein bisschen teilweise, aber das ist ja egal. Ich meine, wir finden das Zeug noch mehr als genug. Oh! Wo kommst du denn jetzt her? Zack. Ich könnte eigentlich mal wechseln. Guck, ob ich nochmal mit dem Drone ein bisschen zurechtkomme. Weil mit dem komme ich, wie gesagt, mit dem habe ich bis jetzt auch recht schlecht zurecht. Ich glaube, das können wir mal probieren. Mit Leia kann ich ja jetzt so einigermaßen gut umgehen. Bevor vielleicht Leute was anderes denken. Einfach mal, weil ich möchte schon gern was bringt mir das, wenn ich hier hochklettere? Was hat denn das jetzt gebracht? Wahrscheinlich muss ich den irgendwie oder nee, ich muss hier was wahrscheinlich irgendwie reinschieben. Deine Witze sind heute wieder einmalig, Junge. Weißt du, einmalig. Hey, du da. Komm mal her. So, gucken wir mal, ob ich mit Rowan umgehen kann. Ich bin Mila. Oh, Mila, oh, wie lange. Das ist ein Rieser. Ich dachte, der greift mit seinem. Achso, von Weitem greift er immer mit seinem Dings an. Okay. Rowan ist eine ganz schöne Gewöhnungssache, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest gegen große Geschütze wie diese hier. Cool, wenn du so willst, ich habe Rowan noch gar nicht ausgestattet mit ordentlichen Arts in der Hinsicht. Was ist das dran hier? Mal gucken. Durchtrenntes Schicksal. Marschwalzer. Meteorwalzer. Machen wir Flutwelle noch. Bisher einmal nur verwendet. Und hier machen wir dann strahlendes Läuten. Blaue Sphäre. Luftdruck. Ich würde sagen, die Windlanze. Ja, die Windlanze ist eine gute Auswahl. Oh, danke.
Wie gesagt, das ist eine Gewöhnungssache. Ich werde jetzt mal eine Weile spielen und gucken, wie ich damit irgendwann auf Dauer zurechtkomme. Rowans Fähigkeit, Artabstimmung. Gut, ja. Das ist mir klar. Bewusst. Klar bewusst. Ja, Chimera-Mähne wiedergefunden. Wunderbar. Wunderbar. Was? Maximum TP erhöht. Blaues Bodenkraut. Müssen langsam Cut machen. Würde ich zumindest sagen. Wieso kann man hier überall klettern? Das bringt mir doch nichts. Aber schieben oder ziehen kann ich es nicht. Enemy activity is increasing. We need reinforcements. Roger that. Dispatching reinforcements to starboard side. Defend your positions to the last man. Oder kommt da vielleicht von oben irgendwas irgendwie runter? Also irgendwie verstehe ich das gerade nicht so wirklich. Nee, von oben kann eigentlich nichts kommen, weil da kein Raum ist. Eigentlich muss das man doch irgendwie. Oder man kann es einfach. Oder steht einfach nur da, man kann einfach hochklettern, weil es quasi so einprogrammiert ist, dass man bei solchen Dingen hochklettern kann. Keine Ahnung, ist mir jetzt egal. Oh, was ist denn hier? Kann man wieder ausruhen? Nee, kann ich nicht. Ich dachte, hier kann ich pennen. Dann wollen wir das Zeug mal vergeben hier erstmal hier. Wer verdient denn das blaue Bohnenkraut? Wer verdient denn das? Wer hat die wenigsten TP? Ich gebe das immer, wie gesagt, immer den Leuten, die am wenigsten haben. Das rote Eisenkraut. Erhöht Wit. Maximum. 86. Sehr schön. Aber irgendwie bringt mir dieser Raum hier gar nichts. Mal prüfen. Giftige Stachel. Okay. Ich glaube. Oh! Kommst du noch einmal her? Oh, der war ein bisschen fail am Platz. Fail am Platz. Fail. Der war ein bisschen fail, war der. Ich habe mich mal immer gefragt, warum Rowan so wenig Gegner besiegt. Ja, muss ja immer wegrennen, weil seine Arts brauchen eine ganze Weile, bis sie aufgeladen sind. Rowan war nämlich derjenige beim. Der immer am wenigsten Jäger besiegt hat bei mir. Wo ich das noch privat ein bisschen mehr gespielt habe. Na, lass mich in Ruhe! Also gegen Bossfight wird das eine ganz andere Geschichte werden, Bro. Manchmal frage ich mich, warum der die Klinge hat. Da schmeißt du nur irgendwelche Klingen. Egal. Mir soll's egal sein. Jeden stehen da rum, machen nicht. You can count on us. Anytime! Ja, level up. Oh, da wurden wir überrascht. Scheiße, daneben. Das ist die Scheiße, wenn man so eine Attacke hat, die wo man quasi die zielen muss. Solche flinken Gegner könnte einfach mal raus schnell wegrennen. Dann ist es wieder. Scheiße, dann musst du wieder warten, bis der die Attacke ausgeführt hat und so weiter. Und dann. Bist du dann irgendwas schlecht?
Ich möchte zwar viel kämpfen, ein bisschen Training haben, aber jetzt erstmal. Wir sind nämlich kurz vorm Ende des Parts wieder. Das wird dann so langsam. Oh, scheiße. Cut. Komm, jetzt lass mich doch mal hier was machen. Das dauert viel zu lange. Zack, 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 zack. Na, wie gesagt, Ron ist eine Gewöhnungssache, finde ich. Und wer damit umgehen kann, der kann damit umgehen. Das ist schön. Also, er ist ein guter Kämpfer, das habe ich, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Aber ich kann nur einfach nicht damit umgehen, wahrscheinlich. Das ist aber das Schöne an den Tate. Du kannst jeden spielbaren Charakter, den es gibt, quasi auch selber im Kampf steuern. Das war bisher in jedem Tate auch so, was ich quasi hier gespielt habe. Das finde ich aber auch gut so. Dass du nicht an einen Charakter gebunden bist, den du im Kampf immer benutzen musst. Gut, das hast du auch bei vielen Final Fantasy Spielen gehabt. Ja, das ist ja natürlich, du hast. Wenn ich jetzt Final Fantasy 13 sehe. Aber wenn ich dann so Spiele sehe wie Final Fantasy 10, das ist natürlich ein bisschen anders, weil da hast du musst ja sowieso die Attacke in jedem Medium wieder einsetzen. Ich finde es aber einfach schön, wenn man nicht an den Charakter gebunden ist, den man quasi im Spiel steuern muss. Zumindest jetzt, wenn mehrere zur Auswahl stehen. Wenn du zum Beispiel eine Gruppe hast von 8 Leuten oder so ähnlich, du kannst nur einen einzigen davon, sag ich mal, spielen. Und der Rest, der ist halt gesteuert und fertig. Oder das, und du kannst die quasi nicht im Kampf wechseln. Das finde ich dann so doof. Aber wenn es ist es halt so, dann kannst du es halt nicht ändern, sag ich mal. Na, was ist denn los hier? Wenn dann die Charaktere noch so individuell sind, dann ist das immer auch schön. Ich finde jeden Charakter für sich hier in dem Spiel sehr gut designt, gemacht und auch, sag mal, sie passen in das Spiel rein. Sagen wir es mal so. Und dass da auch jeden mit dem anderen kombinieren kannst durch diese Partnerung, nenne ich es einfach mal. Quasi, das ist quasi individuell. Du bist quasi keine gebundene Sache. Dass Mila und Jade jetzt nur sich verbinden können, sag ich mal, und dann zusammen kämpfen können. Nein, das kann jeder kann mit jedem zusammen kämpfen. Und sich verbinden, sag ich jetzt mal. Das finde ich auch gut. Peiniger. Sehr schön. Ich glaube, wir werden jetzt zurück zum Dings gehen, ne? Zum Teleporter. Tschüss. Dem werden wir natürlich jetzt noch nachgehen. Ich möchte eigentlich sehr gerne jetzt einen Speicherpunkt haben. Wäre mir eigentlich ganz lieb. Wobei es den hier wahrscheinlich jetzt erst später geben wird. Ich muss kurz gucken. Dort hinten müssen wir hin, ne? Ja, und das geschieht durch Teleporter. Wechselt quasi immer hin und her. An die beiden Orte müssen wir. Okay, dann müssen wir das anders machen hier. Das muss ich hier quasi dann mittendrin cutten. Mit normal safe. Anders safe, als ich eigentlich möchte. Aber das geht nun mal nicht anders. So, jetzt sind wir hier. Gehen wir mal in. In die Ecke hier. The enemy has infiltrated the port sector. We need to reinforce the port side defenses. Port sector, roger that. We're sending additional troops your way. Oh. Hier sind wir hergekommen. Wo geht's hier noch hin?
prüfen. Ah, Chimäre allerdings. Ansonsten kann ich jetzt bloß noch hier hochklettern. Das will ich aber nicht. Das bringt mir nämlich nichts. So, was bringt mir das jetzt hier, wenn ich hier oben bin? Seltenes Metall. Das ist Ruhe. Gut, wir sind jetzt wieder bei 30 Minuten. Das reicht eigentlich dicke, würde ich sagen. Hä? 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 Also jetzt bin ich verwirrt. Na, lass mich in Ruhe. Ich bin jetzt nicht ein Gegner. Na? Also jetzt wird nicht mehr gekämpft. Jetzt wird gleich der Part beendet. Aber wirklich dort, wo ich meine Ruhe habe. Vor Monstern. Vor Gegnern, besser gesagt. Wow. Oh. Okay. Ist das? Wir machen den einen Kampf jetzt noch. Ach ja. Ich weiß gar nicht, ob ich. Ich glaube, ich habe inzwischen schon mit allen gekämpft, kann das sein? Ja, was hatte ich, glaube ich, Oma kurzzeitig. Jetzt mit Day meinen. Ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher, weil das inzwischen ist schon so lange her wieder. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile. Das läuft jetzt schon über ein Jahr, das letzte Day wieder. Ja, das sagt nicht gerade viel aus über mein Kanal. Wenn ich Jahre für ein Projekt brauche. Ja gut. Wieso das denn? Wieso das denn jetzt? Muss ich mir gleich mal in der Aufnahme nochmal ansehen. Okay, ich mache jetzt hier einen Cut. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder dort, wo ich gerade gewesen bin. Dort so in dem Bereich. Ciao.